ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله. Wir verleugnen, dass Allah liebt. Allah sagt im Koran, inna Allah yuhibbul muhsinin, inna Allah yuhibbul ladhina amanu. Allah liebt, das heißt, ihr verleugnet den Koran. Dann sagt ihr, ja, es ist eine menschliche Eigenschaft zu lieben. Sagen sie, ja, Allah liebt, aber anders als wir. Allah sieht, aber anders als wir. Warum ist das jetzt Kuffer? Ihr widerspricht euch. Warum ist jetzt Kuffer, wenn ich sage, Allah liebt, aber es ist nicht Kuffer, wenn Allah sieht? Ja, aber Allah sieht anders als wir. Ja, genau, er liebt auch anders als wir. Was machen wir jetzt? Welches Ergebnis kommen wir jetzt? Ja, aber man kommt auf gar kein Ergebnis, weil diese Aussagen ganz klar der Sunna widersprechen. Ihr bestätigt 7 Sifat und den Rest verleugnet ihr und ihr sagt beispielsweise, dass Allah nicht liebt. Und das ist ein ganz klare, eine Verleugnung des Korans und kann sehr gefährlich werden. Und ihr macht hier in dieser Sache Ta'wil. Und wir verleugnen keinen Ta'wil, sondern wir verleugnen nur Ta'wil ohne Beweis. Denn der Prophet sagt zu Ibn Abbas, Allahumma faqihu fi din wa alimhu Ta'wil. Und hier ist mit Ta'wil Tafsir, die Erklärung gemeint. Was hier gemacht ist, ist Tahrif, Verdrehung des Textes von der offensichtlichen Bedeutung zu einer Bedeutung, die der wahren Bedeutung widerspricht. Ganz klar. Und wir müssen erstmal lernen, was bedeutet es, an die Eigenschaften von Allah zu denken. Wir müssen 3 Verse genau betrachten. Jede Eigenschaft, mit der Allah sich selber beschreibt, an die müssen wir glauben. Und das steht beispielsweise hier. Steht in dem Buch Lum'atul Etikat. Lum'atul Etikat, das ist von Ibn Qudama al-Maqdisi. Von Ibn Qudama al-Maqdisi. Aber das ist der größte Gelehrte, einer der größten Gelehrten im Hanbali-Madhhab. Und hier sieht man beispielsweise ganz deutlich, das hier steht, ja. وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به. Und alles, was im Koran gekommen ist und sahih über den Propheten Mustafa von den Eigenschaften des Alabamas gekommen ist, es ist Pflicht daran, Iman zu machen. Und er sagt hier übrigens nicht, Hanbali Madhab, dass das Mutawatir sein muss, wie viele die Gelehrte von deiner Sekte sagen. Ja? So, ganz klar, er sagt, wir nehmen diese Sache. Ist der Iman daran wajib? Alles, was kommt in der Sunna und im Koran. Und dies sagt übrigens auch, weil du eben Imam Tahawi genommen hast, sagt er auch in Akida Tahawiya. Und erwähnt hiermit keine, die die Akida von Abu Hanifa und Abu Yusuf und Muhammad Shaybani ausmachen soll. Abu Yusuf und Muhammad Shaybani sind 2 der großen Schüler von Imam Abu Hanifa, Rahmatullahi Alayhim. Ja? Die ganz klar sagen, dass wir alles, was in der Sunna kommt, von den Propheten annehmen. So jetzt, die erste Sache ist, dass wir an alles glauben müssen. Was ist der Beweis dafür? Im Koran, direkt in Surat al-Baqarah, die größte Eigenschaften der Gläubigen, wo Allah sagt, die an das Verborgene glauben. Das ist die größte Eigenschaft der Gläubigen. So, wenn wir aber sagen, wir glauben an das Verborgene, was ist das Verborgene? Das ist das, wovon Allah über sich selber, wie Allah sich beispielsweise selber beschreibt. Wenn Allah sagt, er sieht, dann sagen wir, er sieht. Wenn Allah sagt, er hört, dann sagen wir, Allah hört. Wir haben das nicht unmittelbar nahe wahrgenommen, weil wir haben Allah nicht gesehen. Und wir haben ihn auch nicht persönlich gefragt und er hat es uns persönlich berichtet, dass er sieht. Aber wir glauben daran, weil es im Koran steht. So, wie glauben wir an das Sehen? Sura Shura, Vers 11, den ihr immer so gerne nennt, den Vers, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Nichts ist ihm gleich. Das heißt, das Sehen von Allah, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Das Hören von Allah, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Das Sprechen von Allah, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Die Existenz von Allah, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Die Irada, das Wollen von Allah, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und so weiter und so fort. Die Liebe von Allah, Leisa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und so geht es durch mit allen Eigenschaften, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran beschreibt. Dann, was macht ihr? Ihr, wenn euch eine Sache nicht gefällt und nicht in euer Gehirn passt, dann fangt ihr an, die Sache nach eurem eigenen Gutdünken umzubiegen. Und ich habe ein Buch gelesen,
wo beispielsweise die Istawa al-Arsh, dass sich über den Thron erheben von Allah, geleugnet wird, was in sieben Versen im Koran erwähnt wird. Und alle Beweise, die dort drin sind, es ist kein einziger Sahih Hadith drin. Es wird von Ali radiallahu anhu berichtet, vom Imam al-Baghdadi, al-Farku bayn al-Firak, wird berichtet, dass Imam Ali, wenn du schon liest Imam Ali, weiß man schon alles, ja, dass das schon mal da'if ist. Und außerdem, wenn man als Quellenangabe sieht, al-Farku bayn al-Firak von Imam Baghdadi, dann weiß man, dass dies kein Hadith-Referenzbuch ist. Und dort steht, كان الله وليس معه شيء وهو الآن على ما عليه كان. Allah war und es gab nichts und er ist jetzt so wie er war. Wenn man das Wort wörtlich nimmt im Arabischen, bedeutet das, dass es jetzt keinen Ort gibt. Das erstmal dazu. Zweitens sagen wir, stimmt, Allah war und er ist jetzt so wie er war. Aber er hat sich über den Thron erhoben auf eine Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Wo ist das Problem? ليس كمثله شيء. Ach ja, nee, das ist Kuffer. Warum? Weil deine Leute es sagen. Aber wenn dein Herz fragen würdest und ehrlich zu dir selber würdest, würdest du sagen, dass dies genau das ist. Wir haben den Iman daran gemacht. Wir haben ihm niemand beigesellt. Wir haben ihn nicht mit der Schöpfung verglichen. Wir haben ihm keine menschlichen Eigenschaften gegeben. Chalas. So, dann natürlich Imam Tahawi. Dann haben wir beispielsweise, wenn du sagst, wer sagt, Allah hat sich über den Thron erhoben, ist ein Kafir, dann fragen wir, weil das ist das Schöne, was wir eben gesagt haben. Ich habe eben gesagt, bei euch ist es so, ihr nehmt eine Aussage, ja, und lasst 1000 andere Aussagen stehen. Ihr nehmt Laysa kemithli shay, nichts ist ihm gleich, und dann sagt ihr, nee, Allah hat sich nicht über den Thron erhoben, weil Laysa kemithli shay. Aha, wieso? Ja, weil wenn ich sage, er hat sich über den Thron erhoben, dann habe ich Allah wie einen Menschen beschrieben. Nein, sondern nichts ist ihm gleich. Er hat sich über den Thron erhoben, aber nichts ist ihm gleich. Ja, nee, aber das Problem ist hier, ihr habt in eurem Herzen euch Gott so vorgestellt und dann habt ihr es abgelehnt. Aber wir haben uns Gott nicht so vorgestellt, sondern wir haben die Ausdrucksweise genommen, so wie sie ist. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, wird man sehen, dass das der Mensch vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ist und von Sahaba. So, und jetzt gucken wir mal, was es für Beweise im Koran gibt. Beispielsweise hier. Surah Taha, Vers 5. Ar-Rahmanu Allah Shistawa. Der Allerbarmer hat sich mit dem Thron erhoben. Dann Surah Al-Araf, Vers 54. Inna Rabbakumullah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sitta ayyamin thumma istawa al-arsh. Allah ist, der es erschaffen hat. Euer Herr ist Allah, der den Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Dann hat er sich über den Thron erhoben. Dann Surah Yunus, Vers 3. Inna Rabbakumullah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sitta ayyam thumma istawa al-arsh. Wie dasselbe. Allah, alladhi rafa as-samawati bighayri amadin tarawnaha thumma istawa al-arsh. Allah ist, der den Himmel emporgehoben hat, ja, ohne Säulen, die ihr seht. Dann hat er sich über den Thron erhoben. Ar-Rahman al-Arsh istawa, Taha, Vers 5. Dann Thum istawa al-Arsh ar-Rahman, Furqan 59. Und so weiter und so weiter. Und zig Verse, das gute Buch, Surat al-Ma'arij, Ya'rajul Malaikat wa Ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Ruhu und Malaika steigen zu ihm auf. Dann, was sehen wir noch? Surat al-Isra. Und Isra, die Geschichte von Isra und Miraj. Dass der Prophet sallam über die sieben Himmel Allah subhanahu wa ta'ala getroffen hat. Ja, aber wie kann das sein, Allah? Allah, laysa kamithli shay. Nicht wie du, nicht wie ich, nicht wie ein Mensch. Du hast Schirk begangen, weil du dir Allah im Herzen wie ein Mensch vorstellst, aber wir haben das nicht gemacht. Dann haben wir Hadithe ohne Ende, zum Beispiel Sahih Muslim, da steht ganz eindeutig drin, dass weil du hast gesagt, man darf nicht fragen, wo ist Allah? Okay. Glaubst du an die Sunna? Ich glaube nicht, dass du an die Sunna glaubst. Weil in Sahih Muslim steht ganz eindeutig, dass der Prophet eine Jariya gefragt hat, ein Sklavenmädchen, Ein Allah, wo ist Allah? Und was hat sie als Antwort gegeben? Fisama, über dem Himmel oder im Himmel. Was wäre, wenn du mich fragen würdest, wo ist Allah, und ich sage im Himmel, dann sagst du, du bist Kafir. Was hat der Prophet gesagt und wer bin ich? Dann sagt sie, ja, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagt er, lass sie Frau und sie ist Gläubige. Das heißt, der Prophet sagt, sie ist Gläubige, du sagst, sie ist Kafira. Wenn du ernsthaftig wärst, würdest du sagen, sie ist Kafira. Dann sagst du, ja, der Prophet wusste, sie ist ein Mädchen, sie versteht nicht. Quatsch mit Soße. Der Prophet hat die Pflicht, die Botschaft zu verkünden.
Das ist eine Lüge. Der Prophet s.a.w. hat die Pflicht, die Botschaft zu verkünden. Hätte die Frau etwas Falsches gesagt, hätte der Prophet s.a.w. niemals ihr zustimmen dürfen in dieser Sache. Dann haben wir Hadith, wo Allah sagt, und der ist hier auch in Riyadus Salihin, der wird von Bukhari auch berichtet, ist hier in dieser Riyadus Salihin Ausgabe drin, ja, wo drin steht, in dem deutschen Riyadus Salihin, deswegen erwähne ich das, wo drin steht, لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقِ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْأَرْشِ. Als Allah die Schöpfung erschaffen hat, schrieb er in sein Buch, وَهُوَ, das Buch, عِنْدَهُ, ist bei ihm, فَوْقَ الْأَرْشِ, über dem Thron, in Rahmati Ghalabat Radabi. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn besiegt. So jetzt. Wie wird das hier übersetzt, hier in dieser Übersetzung, in der falschen Übersetzung hier auf Deutsch? Da wird übersetzt, wird das Wort Endahu einfach gestrichen. Weil das Wort Endahu heißt bei ihm. Dieses Damir, dieses Pronomen geht zurück auf Allah. Das Buch Al-Kitab, Wahua, dieses Damirhua, das Buch, ist bei ihm, Endahu Fokul Arsch. Jeder, der Arabisch versteht, versteht genau, was dort steht. Das heißt, der Prophet, wenn man seine genauen Wörter betrachtet, ist alles Kufr und Schirk, was er gesagt hat. Laut eurer Glaubenslehre müsste der Prophet zum Käfer erklärt werden. Aber dann sagst du, nee, der Prophet hat das anders gemeint. Okay, kein Problem. Gut, du sagst, der Prophet hat das anders gemeint. Du stimmst mir zu, dass im Koran und in der Sunna laut deiner Aussage hunderte, tausende Aussagen gibt, die laut deiner falschen Glaubenslehre Kufr und Schirk sind. Warum? Weil ihr diese Sachen hört und euch vorstellt, Allah ist wie ein Mensch und dann lehnt ihr diese Sache ab und dreht sie um. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Ayat, den man beachten muss, denn man darf nicht über Allah reden ohne Wissen. Wenn Allah sagt, er hat sich über den Thron erhoben und ihr macht da einen Kehrtwendung, einen Salto rückwärts und sagt, das heißt nicht so, sondern so. Und Allah sagt, er liebt und ihr sagt, das heißt nicht, er liebt, sondern das bedeutet Iradatul Khair oder Iradatul Thawab, das heißt, jemanden belohnen wollen oder jemanden etwas Gutes wollen, ja, dann habt ihr den Ausdruck umgedreht. Und dann habt ihr über Allah ohne Wissen geredet. Und Allah sagt in Sure 7, Vers 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ. Sprich, Allah hat die Fawahish, die Schändlichkeiten verboten. مَا ذَهَرَ مِنَّا وَبَتَنَا. Das, was offensichtlich und verborgen ist. وَالْإِذْمِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقٍ. Und die Sünde und die Gewalt hat Unrecht. وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانَ. Und dass ihr Allah etwas beigesellt, wozu ihr keinen Beweis, keinen Sultan habt. Und dann sagt er, nochmal da drauf, so wie noch schlimmer, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dass ihr über Allah aussagt, was ihr nicht wisst. Und wenn man über den Koran redet, über die Eigenschaft von Allah, sehen wir in dem Buch hier vom Hanbali-Madhab, und in dem Buch, lieben Zayd al-Kairawani, einer der größten Gelehrten im Maliki-Madhab, dass sie genau sagen, wir stoppen dort, wo die Sahaba gestoppt sind. Dass sie nicht sagen, das eine heißt so und das andere heißt so. Und ich werde es gleich noch beweisen. Und der richtige Madhab ist der Sahaba. Und hier kann man noch die Theorie anwenden, die Theorie, die man bei der Evolutionstheorie auch benutzt. Bei der Evolutionstheorie hat Darwin gesagt, wenn man nachher sieht, dass in einer bestimmten Zeitepoche, wie zum Beispiel Kreidezeit und so weiter, nicht unzählige viele Zwischenformen gefunden werden an Fossilien, dann ist das ein Beweis dafür, dass seine Theorie falsch ist. Weil es müssen unzählig viele Zwischenformen gefunden werden. Wir haben eben gesagt, dass du und deine Leute sagen, es gibt im Koran und in den Hadithen unzählige Aussagen, die, wenn man sie daher betrachtet, Schirk und Kuffer sind. Ja? Und deswegen werden sie umgedreht nach Belieben. Wir sagen, es gibt Aussagen in Koran und Sunna, die in ihrer offensichtlichen Bedeutung von uns nicht akzeptiert werden, aber mit Beweis. Aber das ist eine andere. Zum Beispiel sagt Allah, und wir vergessen sie heute, so wie sie uns vergessen haben. Aber in einem anderen Vers sagt er,
Allah vergisst nicht. Aber das Wort vergessen kann auch die Bedeutung von verlassen haben. Und zwei Verse vom Koran widersprechen sich nicht. Aber der Aussage Laysa kamithli shay widerspricht nicht der Aussage, er hat sich über den Thron erhoben, sondern ist vereinbar mit der Aussage, er hat sich über den Thron erhoben. Jetzt zu der anderen Sache. Die Frage ist, wenn es so ist, dass es tausende Aussagen gibt, die Kuffer und Schulk sind laut eurer Aussage, was muss es dann noch geben? Dann muss es tausende Aussagen vom Propheten geben, wo er genau erklärt, was diese Dinge bedeuten. Muss es geben. Und in diesem Buch beispielsweise, es kam keine einzige Aussage vom Propheten. Es kamen zwei, drei Aussagen von Ali, die schwach sind, die unauthentisch sind. Und ansonsten nur Aussagen von Gelehrten. Und wir haben schon gesagt, ja, es gibt Gelehrte, die das gesagt haben. Aber wo ist der Beweis? Wie viele tausende Gelehrte gibt es, die das Gegenteil gesagt haben? Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn es so ist, dass diese Dinge Kuffer und Schirk sind, dann muss der Prophet dies erklärt haben. Ansonsten, der Prophet hat mit Königen geredet, der Prophet hat mit Bettlern geredet, mit normalen Leuten geredet. Das heißt, mit Leuten geredet, die intelligent sind, mit Leuten geredet, die nicht so intelligent sind. Und das heißt, der hat ihnen in den Schirk geritten. Hat ihnen nicht erklärt, hey, hey, pass auf, sonst wirst du Käfer. So, und hier ist der Punkt. Wenn man keine Beweise findet, man müsste zigtausende Beweise finden, Aussagen vom Propheten, worauf aufmerksam macht, man findet keinen einzigen authentischen Beweis, der das verleugnet. Jetzt haben wir gesagt, die richtige Glaubenslehre ist die der ersten Generation. Die den Sahabern gefolgt haben. Nicht das, was nachher kam, sondern die den Sahabern gefolgt sind. Denn Allah sagt im Koran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt habt, dann sind sie rechtgeleitet. Ich frage dich, Ibn Zayd al-Kairawani in seiner Risala, ja, fi Fiqh al-Malik, in seiner Muqaddima, sagt er, وَهُوَ فَوْكَ عَرْشِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ. Er ist über seinen Thron, über seinen majestätischen Thron mit seinem Wesen. Ist der große Gelehrte vom Maliki Madhab ein Kafir für dich? Dann haben wir Aussagen. Du hast eben gesagt, Akida Tahawiyah, sagt Tahawi. Hier habe ich das Buch, Shar Akida Tahawiyah von Imam al-Qadi, Ali ibn Muhammad, ibn Abel Is al-Dimashki al-Hanafi. Und er sagt hier ganz klar, und das ist ein Buch, was Asbach uralt ist, von den Gelehrten der Sunna. Und hier erwähnt er, وَكَلَامُ سَلَفِي فِي إِثْبَاتِ السِّفَاتِ الْعُلُو كَثِيرٌ جِدًّا. Und die Aussagen der Salaf, das heißt der Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, in der Bestätigung, dass Allah über uns ist, Ulu, gibt es sehr viel. فَمِنْهُ. Und davon, مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْمَعِيلَ الْأَنْصَارِ فِي كِتَابِهِ الْفَرُوقِ. Ja. So, und dann, also im Kitab Faruq, hat der Sheikh al-Islam Abu Ismail erwähnt. Und hier sagt, Nakal Imam Zahabi fil Ulu, der Imam Zahabi hat sein Buch Al-Ulu. In diesem Buch Al-Ulu von Imam Zahabi, den keiner verleugnen kann, der eine Macht ist unter den Gelehrten des Islam, bringt er tausende Gelehrte, die bestätigen, dass Allah über den Thron erhoben hat. Ja? Und auf Seite 103 in diesem Buch von Zahabi, كلام أبو أبي حنيفة وعازه إلى فاروق ونقل الشيخ علي فاروق في شر فيك الأكبر und der Sheikh Ali Faruq Ali Kari hat in seiner Erklärung von Fiqh al-Akbar, was dem Imam Abu Hanifa zugeschrieben wird. Okay. Jedenfalls hier بسنده إلى أبي متى البلخي ja أنه سأل أبو حنيفة أمن قال, dass er Abu Hanifa gefragt hat, wer sagt, ich weiß nicht, ob mein Herr über dem Himmel ist oder auf der Erde. Dann sagt er, er ist Kafir geworden. Jetzt, wenn man jemanden fragt, wird er sagen, ja, Imam Abu Hanifa hat gesagt, er ist Kafir geworden, weil er sagt, ist Allah im Himmel oder auf der Erde? Okay, weiter. Wir nehmen den Hadith weiter hier. Jetzt kommt die Erklärung von Abu Hanifa. Und da sieht man, dass die Erklärung gar keinen Sinn hat, sondern die Erklärung ist, weil Allah über den Himmel ist. Hier. قد كفر لأن الله يقول الرحمن على الأرش استوى, denn Allah sagt, der Allerbarmer hat sich über den Thron erhoben. Und dann sagt er weiter, وَعَرْشُ فَوْقَ سَبْعِ السَّمَوَاتِ,
und seine Arsch ist über sieben Himmel. Kultu, und ich sagte, fa'in qal, innahu al-arsh, er ist über dem Thron. Walakin yakul, la adri, aber er sagt, ich weiß nicht. Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah.